Na, das sind doch mal coole Wetteraussichten, zumindest für den Imker. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht es im Hintergrund, der Raps blüht und ihr seht im Hintergrund auch die Kirsche blüht. Der Apfel fängt jetzt auch bald an zu blühen, das Zwetschge ist verblüht. Und das gepaart mit dieser Wärme, ne, am Wochenende jetzt, also wir haben jetzt den 4. April, das ist ein Donnerstag, am Wochenende dann bis zu 30 Grad, da gibt es dann wirklich keinen Grund aus meiner Sicht den Honigraum nicht zu geben. Kann man ja auf verschiedene Weise machen, ne, wann man den Honigraum gibt und wann nicht. Da gibt es, glaube ich, relativ wenig falsch und richtig. Ich mache das halt auf dem Weg, weil ich denke, den Honigraum früher zu geben, wenn da drin noch nichts passiert, nimmt er halt im Zweifel doch eher Wärme weg. Dann gibt es dieses Argument mit diesem Schwarmtrieb, der da gefördert wird. Ich springe mit euch jetzt mal kurz 3-4 Tage zurück. Da habe ich euch das noch mal an einem Bienenvolk nämlich gezeigt mit dieser Honigraumgabe, warum ich das bisher noch nicht gemacht habe. Anschließend sehen wir uns hier gleich wieder bei den Bienen und blicken in die Zukunft. Jetzt will ich euch hier an diesen Bienenvölkern einmal zeigen, warum ich bei mir jetzt mit den Kommentaren vom letzten Video nicht einig bin, die geschrieben haben, Honigräume müssen drauf. Honigräume können nicht früh genug drauf. Das kann man so sehen, das steht ja auch in vielen Lehrbüchern. Ich zeige euch jetzt mal den Bienenvölkern oder einem von den Bienenvölkern, warum jetzt nicht. Ihr seht es im Hintergrund, Riesenbirnenbaum. Da hinten ist im Prinzip so eine Steinobstplantage, Zwetschgen, glaube hauptsächlich. Also es ist ja ein Standort, wo unheimlich viel jetzt schon blüht. Wir sind jetzt ungefähr eine Woche später, wie ich das letzte Video aufgenommen habe. Und jetzt schauen wir uns das mal zusammen einfach an. So, dann schauen wir uns das mal an, was da los ist. Wir sehen hier jetzt, sehen wir noch Reste von dem Butterbrotpapier, von dem Futterteig-Thema. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier ohne Rauch hinbekommen. Also wir haben ja nachts immer noch, ja, die Uhr muss weg. Dann kennt ihr ja, Sportuhren mögen sie nicht. wir haben nachts immer noch ziemlich kalte Temperaturen. Und wir sehen hier ja auch ein ganz schönes Bienenvolk. Ne? Also ihr seht es auch, ich sehe es auch. So, das hier ist so eine leere Wabe. Dann kommen wir hier jetzt zum Sheet. Wir sehen, die haben also noch gar keinen Honigdruck, ne? Weil sonst hätten sie auf dieser leeren Wabe hinterm Sheet schon mal was veranstaltet. Und dann sind wir hier jetzt bei der Brut. Na, wir sehen hier eigentlich gleich auf den ersten Blick schon beim Rausheben, merkt man das, wir haben hier oben die Pollen und wir haben hier die Brut. Ja, da ist, hier glitzert es, hier glitzert es. Da sind an einzelnen Zellen Honig drauf. Na, hier oben die Ecke. Hier oben die Ecke ist auch Honig. Aber wir sehen nicht das Problem, dass wir hier ein Platzproblem haben, sowohl an den Bienen, von Bienenseite her, als auch vom Nektar. Ne? Hier haben wir eine total ausgebrütete Wabe. Also das sieht doch ganz gut aus. Das Volk entwickelt sich ja ganz gut vorwärts. Bei dem Volk muss man jetzt sagen, ne, wir werden da jetzt, es wird jetzt ja auch so weitergehen, wir werden da jetzt nichts Überraschendes mehr finden. Es riecht nach Honig, es sind alle Zellen, wo man sehen kann, sind belegt mit Brut. Das marschiert vorwärts, dieses Bienenvolk. Aber wir sehen auch, es ist eigentlich eher das Thema, dass wir hier einen Futtermangel haben, ne, wie einen Futterüberschuss. Wir sehen es auch von der Bienenmasse her. Ich drehe euch mal kurz. Wir sehen es auch von der Bienenmasse her. Es ist gut beisammen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Waben. Und sie fliegen, also es ist ein ganz, ganz gutes Volk. Die können hier hinten noch lagern. Und warum muss ich da den Honigraum geben? Ne? Oder das ist so der Grund. Jetzt machen wir es kurz mal wieder zu. So, jetzt haben wir gesehen, das Bienenvolk sitzt auf 7 Waben. Es fliegt, es hat
maximal 100 Meter bis zu unheimlich viel Blüten. Ja, wir haben es ja auch schönes Wetter gerade. Aber wir haben immer noch keinen Druck, dass wir da von den Bienen her in Raumnot kommen. Vom Honig sowieso nicht. Hätte ich da jetzt den Honigraum gegeben von der Woche, also kann man sicherlich machen, ist jetzt kein großer Fehler. Aber es ist eben auch kein Fehler, es einfach noch nicht zu machen. Weil, klar, die können jetzt in 2-3 Tagen, kann der Platz da voll werden. Ne? Aber wir haben immer noch diese kalten Nächte und immer noch diese Tage, wo mal einzelne Tage warm sind, aber mal kalt. Also wir haben keinen kontinuierlichen Nektarstrom in die Bienenvölker rein. Also man kann die Honigräume geben. Ne? Ich sage nicht, dass das falsch ist, wenn man sagt, da habe ich schon Honigräume draufgestellt. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich muss auch sagen, man muss auch die Pferde noch im Stall lassen oder man kann sie noch im Stall lassen. Da brennt jetzt noch nichts an, ne? Zumindest bei mir. Das wollte ich euch einfach an diesem Bienenstand mal beispielhaft zeigen. Eine Woche später hätten wir den Honigraum gegeben, da wäre auch kein Betrieb drin. Ne? Das kann sich, denke ich mal, jeder vorstellen, nachdem wir das jetzt hier so gesehen haben. Zurück in der Zukunft. Ich werde es nachher gleich losfahren und anfangen, die Honigräume zu geben. Den ersten Honigraum, wer dem Kanal ja schon länger folgt, hat es ja schon mitbekommen, gebe ich ganz gerne mit ausgebauten Mittelwänden vielleicht mal ab und an eine Honigraumwabe als Mittelwand dazu. Das hat sich bei mir einfach so als erfolgreich herausgestellt und den zweiten Honigraum, da lasse ich dann gerne ein bisschen mehr bauen. Ich bin eigentlich jetzt ganz zuversichtlich, dass wir die nächsten Tage da das ein oder andere Kilo an Honigzunahme bekommen, weil eben diese warmen Temperaturen sind. Wir sehen es hier, wir haben klatschnassen Boden. Wir sollen auch jetzt noch mal Regen bekommen. Das sieht man auch hier oben und da hinten an den Wolken. Hier sieht es nach schönem Wetter aus. Und hier sieht es richtig, wie es der April will, nach Regen aus. Also wir haben einen klatschnassen Boden. Wir kriegen ganz annehmliche Temperaturen am Wochenende. Wenn da nicht der Honig im Honigraum landet, dann hängt es dann, glaube ich, doch eher ein bisschen am Imker bzw. an den Bienenvölkern des Imkers, dass das nicht funktioniert. Da muss man da ein bisschen Fehlursache betreiben. Meistens ist es einfach das Thema, dass die Bienenvölker noch zu schwach sind, ne? Oder vielleicht auch zu viel Platz im Brutraum haben und da erstmal den Honig unterbringen. Ist jetzt ja im Wesentlichen nicht schlimm, Hauptsache der Honig ist da, ob der jetzt im Brutraum ist oder nicht, weil nichtsdestotrotz muss man auch bedenken, ne, wir sind jetzt im Anfang April, dieser Honig, wo da jetzt am Wochenende eingetragen wird, das bedeutet ja nicht, dass das ein Honig ist, den wir ernten können. Es kann auch noch mal eine Woche kalt werden, der Honig ist so, wie er gekommen ist, zack, wird auch von den Bienen wieder verbraucht, um die Brut zu wärmen, um sich selber zu ernähren. Also da kann man jetzt noch nicht davon ausgehen, dass das ein sicheres Pfund ist. So, ihr seht es im Hintergrund. Ich bin dabei angefangen, Honigräume aufzusetzen. Bei mir ist es ja so, ich habe immer 24 Stück auf einer Palette. 2 von den Paletten kriege ich in meinen Bus. Das sind in der Regel 2 Bienenstände. Dann habe ich natürlich immer dabei, hoffentlich meistens immer in der ausreichenden Anzahl natürlich. Ne? Ist mir noch nie passiert, dass zu wenig waren Absperrgitter. Also das ist immer, Absperrgitter habe ich immer dabei. Und ich nehme immer, ein schlechtes Beispiel, ich zeige es euch trotzdem. Ich nehme immer Waben mit. Ne? Die ist klar zu dunkel und die muss aussortiert. Hat man wohl im Winter beim Sortieren, habe ich wohl übersehen. Also ich nehme immer ausgebaute Waben oder Mittelwände mit. Und das ist bei mir im Prinzip ein Arbeitsgang, ein Arbeitsgang und eine Erweiterung, wenn notwendig, Honigraumgabe und fertig. Also dann nehme ich halt, was ich habe, wenn ich ausgebaute Mittelwände habe, nehme ich wenn ich ausgebaute Waben habe, nehme ich ausgebaute Waben, wenn ich keine habe, nehme ich halt Mittelwände. Wie gesagt, unten die Erweiterung, oben den Honigraum, dazwischen das Absperrgitter.
Und da bin ich eigentlich ziemlich schmerzfrei, muss ich ehrlich sagen. Mir hat man am Anfang mal gesagt, wenn du unten eine Mittelwand gibst und oben den Honigraum, dann kostet dich das eine Honigraumzarge an Honig. Das war mal, weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber war mal irgendwie ein bisschen verbreitete Meinung. Also das habe ich noch nie festgestellt. Und genau so mache ich das. Dann ist es, was ich vom Imkerverein gehört habe, dass schon manche Schwarmzellen haben und mit der Schwarmkontrolle anfangen wollen. Also da wäre ich bei mir jetzt sehr überrascht, wenn sich da was tun würde, wenn ich da was sehen würde. Also muss ich ehrlich sagen, klar, vielleicht ist es, wenn man eine ältere Königin, ich möchte da nicht mitreden, aber ich sage euch einfach, ich wäre bei mir sehr überrascht. Und bei mir ist es ja so, die Völker sind bisher eng. Ne? Die sollen bisher auch eng, relativ eng sein. Die kriegen jetzt den Honigraum. Das ist zum ersten Mal im Jahr, wo sie Platz kriegen. Passend dazu kommt jetzt das Wetter, dass sie Nektar eintragen können. Also wir haben über 20 Grad und Flugwetter. Das ist das, was der Wetterbericht sagt. Und dann laufen die zwei Sachen zusammen. Der Baum gibt Nektar oder die Natur. Die Biene kann fliegen. Die Biene hat eine gewisse, das Bienenvolk hat eine gewisse Größe. Habe ich ja gerade alles schon erzählt. Ne? Und warum Schwarmtrieb? Ne? Schwarmtrieb ist ja Nektar im oder Futter im Überfluss, ist eine Enge, ist das Alter der Königinnen. Und da ist es bei mir ja so, das trifft alles nicht zu. Ne? Honigraum ist relativ leer, Brutnest haben sie Platz, die haben nicht unheimlich viel Pollen drin, die haben schön große Brutflächen. Wir haben junge Königinnen, wo man ja auch sagt, die sind gegen Schwarmtrieb gefeiter. Und dann natürlich auch ein bisschen, behaupte ich mal, die Genetik der Königin. Also da mache ich mir keine Probleme, also keine Probleme, keine Sorgen. Gut, ich mache jetzt weiter bei diesem, muss ja aufpassen, dass ich nicht wegfliege. Ne? Wenn wir gerade hier sind und dieses Thema haben mit der Honigernte, ich habe ja diesen Versuch mit der Reizfütterung, der Futterteigfütterung gemacht. Da habe ich ja gesagt, ich erstelle euch das Ergebnis mal vor, wenn wir die Honigernte machen, weil das ja im Prinzip so dieses Thema ist, worauf es ankommt. Wir wollen mehr Honig haben, weil für starke Bienenvölker werden wir schlecht bezahlt. Also werden wir gar nicht bezahlt, sondern der Honig bringt das Geld in dem Fall. Und da muss ich sagen, bisher augenscheinlich, was ich gesehen habe, sehe ich keinen Unterschied. Ja, also Bienenvölker, die gefüttert worden sind mit diesen Futterteigen, ist ja egal, A, B, C Variante. Und welche nicht, sehe ich augenscheinlich keinen Unterschied. Aber wir gehen da sicherlich nochmal in die Details ein. Das ist ja auch total schwierig, auch für mich total schwierig, so ein Bienenvolk augenscheinlich zu verschätzen. Dafür tut man sich schon ganz stark. Ich habe das jetzt halt mal so ganz grob an Anzahl der besetzten Rähmchen gemacht. Wenn man jetzt den Brutraum aufmacht, bei der Dant hat man diesen einen Brutraum und dann hat man so auf den ersten Blick, okay, das sind 5, 6 besetzte Rähmchen, es sind 3, es sind 7. Also das sieht man ja schon, was man natürlich nicht ganz sieht, ist die Tiefe, aber da hat man vielleicht über die Jahre ein bisschen ein Gefühl. Aber wie gesagt, man kann da auch ich kann da noch daneben liegen, gewaltig. Man täuscht sich. Nichtsdestotrotz ist bei vielen Bienenvölkern genau das eingetreten, was wir vermutet haben in dem anderen Video. Nämlich die schwachen Bienenvölker, die wir nicht vereinigt haben, die haben sich zum Teil super entwickelt. Also ich glaube, ich habe momentan kein Bienenvolk mehr, das unter 4 Waben ist, aber ich habe nicht alle gesehen. Aber das würde ich jetzt mal so ganz, also 4 Dadant-Waben, das würde ich jetzt mal, ist immer noch schwach, ne? Aber ist so, bei der 5. Wabe, 4., 5. Wabe ist so schon das Thema Honigraumgabe. Und genau da sind wir wieder bei dem Thema vom heutigen Video, der Honigraumgabe. Also ich mache da jetzt keine Unterschiede mehr. Ne? Wenn ich jetzt hergehe und die Honigräume gebe, dann gebe ich die komplett. Ne? Höchstens, ich habe mal ein Bienenvolk, wo wirklich 2, 3 Waben hat. Da weiß dann, da stimmt irgendwas gewaltig nicht. Da brauchst du auch keinen Honigraum drauf tun. Aber sonst, ob die jetzt 4 oder 5 oder 6 Waben haben oder wie auch immer, da kommt ein Honigraum drauf und fertig. Da fahre ich ja dann nicht nochmal rum. So, bevor es jetzt wieder regnet, fahre ich aber jetzt zu unserer Imkerei und lade die Honigräume ein und dann fange ich auch schon an, diese zu geben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, ich wünsche euch ein erfolgreicher Honigeintrag die kommenden 5, 6, 7 Tage und alles Gute. So, wir haben jetzt hier mal
die Möglichkeit, unsere Heimat, die unserer Bienen, die unsere Imkerei von oben zu sehen. Wir sehen hier im Vordergrund natürlich den Raps. Wir sehen dann unsere Feldkirche. Das ist eine ganz schöne, eine ganz alte Kirche, eine Wehrkirche. Wenn ich das alles richtig weiß, ist unverputzt und innen auch ganz schön. Dann blicken wir natürlich da hinten ins Remstal runter, ne, mit den riesen Weinbaugebieten. Wir schauen dann jetzt hier links Richtung den Schurwald entlang, also den Höhenzug, auf dem wir sind, Richtung Stuttgart, Richtung Fernsehturm, dann hier ein bisschen Richtung Neckartal. Da hinten sehen wir dann die Schwäbische Alb, wenn wir uns weiter drehen. Und wenn wir uns dann langsam wieder zurückdrehen, praktisch in der Ferne haben wir das Vilstal, dahinter die Schwäbische Alb, dann drehen wir uns immer weiter. Und dann sehen wir da unten in diesen Weinbergen unsere Imkereigebäude ganz im Hintergrund. Ja, und dann noch weiter im Hintergrund der Schwäbisch-Fränkische Wald. Und davor auch wieder das Remstal. Ja, das war jetzt eine Runde durch unsere Heimat. Ja.